Willkommen zurück zu FIFA 13. Wir machen weiter. Deutsche Pokal-Time. Runde 3. FC St. Pauli gegen VfB Stuttgart am 3. Dezember. Heim und... Ich weiß gar nicht, ob auswärts... Naja, lassen wir es mal so. Startelf von uns. Wenn er sich nicht schaut, Doran, Zavano, Fuentes, Daube, Bartels, Boll, Schindler, Zaglic, Pinilla und Thie. Der Gegner nun aber hat mit Ulreich den besten Wert im Tor, 81. Sakai, Taske auch mit 81, Niedermeyer, Molinaro stehen in Abwehr, Quist und Kuzmanovic, Wert auch von 81. Dempsey im Mittelfeld, Hanik mit auch einem Wert von 81, sowie Heinal und Okazaki spielen im richtigen Mittelfeld und Ibisevic stürmt dort vorne ganz alleine. Spieleinstellungen nicht vergessen, wir stellen den Gegner auf schwer, nicht dumm. Letztes Mal hatten wir ihn auf schwer gegen Dortmund und jetzt stellen wir ihn auf Mittel, weil Stuttgart ja nicht überragend ist. Aber trotzdem Wert von 77 nicht schlecht. Bayern hat 1-0 gegen Aue gewonnen. Das ist schon mal so voraus. Das heißt dann, wenn wir heute gewinnen, dann müssen wir gegen die Bayern spielen. Und das wird, denke ich mal, nicht einfach werden. Trotzdem, auf geht's. Heute erstmal gewinnen. Und dann das nächste Spiel gewinnen. Im DFB-Pokal rede ich jetzt. Unter der Woche ist sogar auch DFB-Pokal. Aber ich weiß leider nicht die Begegnung. Ich glaube, Dortmund spielt gegen Saarbrücken oder so. Bayern, ich weiß es nicht mehr. Naja. Legen wir los. Ich bin top motiviert. Da tut mir mal für die 3D World raus. Sage ich überhaupt kein FIFA mehr oder überhaupt nichts anderes. So, dann auf geht's. Stuttgart hat Anstoß von links, von rechts nach links. So, wenn sie auf Mittel spielen, ist ja überhaupt kein Problem hier vielleicht hoch zu gewinnen. Zuletzt im DFB-Pokal St. Pauli gut gestartet mit einem 6:3 gegen Bremen. Also hier jetzt. Der Pauli ist reell in der ersten Runde schon gegen Preußen Münster ausgeschieden. Also 1-0, aber ist nicht weiter wichtig. DFB-Pokal sind sie eh nicht so gut. Der KSC hat, glaube ich, auch verloren 2-1 oder 3-1 gegen Wolfsburg. Und Pinilla steht da und macht das 1-0. Nicht schlecht. Kommt der Abschluss perfekt ins Eck. Pinilla macht das Tor nach 8 Minuten. Sakai. Na, der hat aber schon viel Sprint drauf. Die Flanke aber muss er noch üben. Oder bei der Flanke muss er sich überdenken. Oder läuft keiner mit, das ist schade. Egal, Okazaki kommt jetzt im Gegenangriff. Passt zu Ibisevic. Der trickst Zambrano etwas aus. Da steht Hanik, aber die Flanke kommt nicht an. Fuentes fängt den Ball ab. So, Zaglic. T. Once again Zaglic. Bartels. Na, der kommt nicht an. Immer aufpassen beim Torwart. Ah, und Thie, kein schlechter Distanzschuss, aber Ulreich im Tor. Na, wenn er den nicht hat, dann gute Nacht. Okay, Bartels. Kopfball zu Boll kommt an. Ball zu Zaglic kommt an und der Ball zu Pinilla kommt auch an. Der zu Thie, der kriegt den aber nicht. Lautstärke ein bisschen zu laut. Na, Boll. Also so torreich wie gegen Bremen wird es wahrscheinlich nie wieder sein. 9 Tore in einer Partie waren schon brutal. Und dann schauen wir auch mal, wann die Begegnung gegen die Bayern sein wird, weil perfekt zum Rückrundstart spielen wir sogar gegen die Bayern. Und wenn da schon gleich der erste Runde des DFB-Pokal kommt,
dann haben wir zweimal Bayern hintereinander und das werden nicht die schönen Wochen sein. Aber mal schauen. Es muss ja nicht so kommen. Oh mein Gott, was macht denn der Torwart? Und der Czauner? Was machen die? Oh, und Okazaki vergibt die Riesenchance zum Ausgleich. Czauner ist aber auch rechtzeitig rausgekommen. Pinilla. Zagliati. Ball kommt nicht an. 33 Minuten sind gespielt. Na, da nicht unbedingt der Ball hin. Es könnte jetzt eine Chance geben für Stuttgart. Die Liga haben wir, glaube ich, noch nicht gegen Stuttgart gespielt. Also das ist das erste Mal, wo wir gegen Stuttgart spielen. Und das war eine gute Chance. Gute Flanke. Direktabnahme. Volley. Aber der war etwas zu hoch. Der hat so schnell geschossen, ich wusste gar nicht, wer er geschossen hat. Nicht schlecht, T. Ja. Das war super gespielt, aber der Pfosten. Der Pfosten macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Da steht Zaglik noch einmal. Na, und den Ball kriegt er nicht mehr. Torrand. Dauber, ja. Schade, schade drum. Nachspielzeit wird gleich angezeigt. Es sind 43 Minuten gespielt. Naja, habe ich bis jetzt ein bisschen verruckelt. Torrand ganz sauber. Nachspielzeit beträgt eine Minute. In der ersten Halbzeit. Sollte es zu einer Verlängerung und sogar zu einem Elfmeterschießen kommen, ihr wisst, ich bin vorgewarnt. Letztes Jahr im DFB-Pokal gegen Augsburg leider rausgeflogen. Oh! Puh. Wäre da nicht der Niederbayer gestanden, dann, ja. Gäbe es eine riesen Chance. Wir führen auf jeden Fall mit 1-0, 3-1 Torschüsse, 38-62% Ballbesitz. Das geht besser. Aber gut, dass wir dahin verteidigen. Ah, und immer wirft sich einer dazwischen von den Stuttgartern. Aber gut, wir kriegen ja noch Chancen. Pinilla bringt den Eckball rein zu Zaglik. Der setzt den Kopfball aber zu hoch an. Zaglik. Der Pass muss besser kommen. Pinilla kriegt die zweite Chance. T kriegt die zweite Chance. Und da macht das. Sehr schön aber gespielt. Sehr schön. Das war wirklich wunderbar. Nicht schlecht. Hier kriegt er den Ball perfekt. Und dann schießt T einmal abgefälscht. Und zweimal. Und dann hat Ulreich natürlich überhaupt keine Chance aus der Distanz den Ball auch nur ansatzweise zu halten. 2-0 Führung ist sicher, aber man kann ja nie wissen. Ah, Pinilla. Und da ist das 13-0 und die Sache ist gegessen. T macht das dritte. Ulreich sieht aber da nicht gut aus. Natürlich. Ja, ist ein bisschen schwierig. Weil der kam schon mit voller Wucht. Der war schon mit voller Wucht geschossen, aber naja. Kann man vielleicht halten. Es sind 54 Minuten gespielt. Und der FC St. Pauli führt mit 3-0. Halbzeitführung 1-0. Boll. Und wir sind ja noch nicht zu Ende. Zaglik. Pinilla. Wieder einmal T. Jetzt verteidigt Stuttgart überhaupt nicht mehr da hinten. Oh, und er hätte das vierte reinmachen sollen. Tun, tut sich bewegen. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Boll. Kopfball zu Pinilla kommt an. T. Bartels. Ja, Zaglik wird ein bisschen abgedrängt.
Pinilla verliert den Ball. Konterchance für Stuttgart. Ja, also das ist jetzt nicht mehr schönes Verteidigen, das ist einfach nur, ich weiß nicht, das kann man gar nicht beschreiben. Ja, komm. Pinilla hat einen Wert von 79, aber kriegt den Ball hier nicht. Da sollte man mal bei seinem Tempo ein bisschen hochwerten. Und es gibt Einwurf für St. Pauli. Saglik. Das muss es sein, das ist es aber nicht. Leider Gottes nicht. Ulreich hält gut, 79. Minute. St. Pauli führt weiter mit 3:0. Nur mit 3:0, ein glückliches 3:0. Für Stuttgart. Flanke kam eigentlich ganz gut rein. Würde ich die Chancen alle reinmachen, dann wäre das hier zu hoch, würde ich sagen. Aber ein 3:0 ist ja noch angemessen, weil ich viele Chancen habe, die ich alle nicht nutze. Wenn ich wirklich alle reinmachen würde, dann, Freunde, dann... Schade. Vielleicht wäre Ulreich ein bisschen, ja, vielleicht wäre er ins Straucheln gekommen. Gekommen hätte ich den Ball noch ein bisschen berührt, einen Tick. Aber, naja, klasse Einsatz von Zambrano. Das ist jetzt schwach gespielt von den Stuttgartern. St. Pauli kriegt wieder den Ball im Vorwärtsgang. Ja, und Pinilla, immer vor dem Schuss wird er geblockt. Pinilla, heute nicht sein Tag. Torwart aufpassen. Vielleicht kann er das ja noch mit einem Tor krönen. Oh, guter Schuss hier. Ulreich hält klasse. Pinilla, nächster Eckball. Kommt nicht gut rein. Wäre das nicht abseits gewesen, dann hätte ich mich echt gefragt. Aber, ja... Boah, wäre der reingegangen, ne? Das wäre so schön gewesen. Wenn er reingegangen wäre und nicht abseits gewesen wäre, dann also, das wäre ultra, ultra stark wäre das gewesen. Na, schade. Oh, Boll. Kriegt jetzt wahrscheinlich die gelbe? Ne, ich denke nicht. Nee. Quist. Kuzmanovic noch ohne einzige Schusschance aus der Distanz, weil er ist ein guter Distanzschütze. Ob er das jetzt noch immer ist, weiß ich nicht. Aber bei Stuttgart hat er schon ein paar Distanztore gemacht. Oh, da kommt jetzt das 3:1. Es wird nochmal ein bisschen spannend in den letzten paar Minuten. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel Nachspielzeit ist. Da habe ich es knapp verpasst. Die Fans jubeln trotzdem. Boah, wer hätte er sich reingedreht, Alter? Aber egal. Jetzt muss der Apfel vertönen. 3:1 gewonnen. In der Höhe sehr okay. Aber 3:0 wäre dann doch im Endeffekt besser gewesen. Zambrano nochmal nach vorne. Nee. Jetzt kommen sie nochmal. Über Heinal, der jetzt bei Ingolstadt spielt. Aber nee. Jetzt kriegen die Situation noch nicht ganz bereinigt. Jetzt kommen sie aber nochmal nach vorne. Jetzt ist aber hier Hochbetrieb. Und das war's. 3:1 gewinnt der FC St. Pauli gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokal. Damit stehen sie in der dritten Runde, nee, in der vierten, im Viertelfinale. 10:2 Torschüsse. 44-56% Ballbesitz. Also da haben wir einiges gebracht jetzt in der zweiten Halbzeit. War eine starke zweite Hälfte auch insgesamt von FC St. Pauli. So, wir spielen gegen die Bayern im Viertelfinale.
Das heißt, dass wir dann den nächsten schon eliminieren können und dass auf dem Weg zum Finale nicht mehr so viele da werden. Okay, Jauna. Okay. Dann machen wir weiter. Die anderen Ergebnisse gibt es natürlich auch noch. Bayern wissen wir schon, 1-0 gegen Aue gewonnen. Aue wäre mir dann doch lieber, aber naja. Freiburg gegen Hertha 1-3, HSV gegen Schalke 0-1, Ingolstadt gegen Bochum 1-3, Leverkusen gegen Frankfurt 2-1, Bayern gegen Aue 1-0, Dynamo gegen Cottbus 1-0, Regensburg gegen Augsburg 1-3 und St. Pauli gegen Stuttgart 3-1. Da wurden aber einige nicht vorgelesen. Naja, hier sieht man nochmal... Echt? Doch, ich glaube, es wurden alle vorgelesen. Jo, dann spielt Augsburg gegen Dynamo Dresden, Leverkusen gegen Hertha, Schalke gegen Bochum und St. Pauli gegen Bayern im Viertelfinale. Das nicht verpassen, noch im Rennen. Siegen ist aufgrund aufregend, aber jetzt müssen wir uns auf das nächste Spiel konzentrieren. Es ist noch ein weiter Weg, sagte der Herr St. Pauli FB nach dem Weiterkommen von dem FC St. Pauli im deutschen Pokalwettbewerb. So, dann gibt's den Kracher Erster gegen Letzter. Das gab's ja schon. Am Freitag hat der St. Pauli nämlich 3-0 verloren zu Hause gegen Köln. Trotzdem müssen wir diese Partie auf leicht stellen, weil Bochum und Köln spielen zurzeit in der zweiten Liga und ja. Gut, dann möchte ich aber noch gucken, wann wir denn gegen die Bayern dann spielen werden. Nationalpokale? Nein, ich meine Begegnungen. Zuerst mal das. Bayern, gegen Bayern spielen wir am 28. Und am 4. Das ist ein Dienstag im Februar. Spielen wir dann gegen die Bayern. Das nicht verpassen. Alles andere nicht verpassen. Auch von Super Mario 3D World nicht. Erster gegen Letzter am 7. Dezember. Wie gesagt, nicht verpassen. Bis dann und tschüss.